As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, und willkommen zu einer weiteren neuen Folge hier auf Gaming. Mein Name ist Martin, und wir sind hier in der 29. Folge unseres Durchgemudels Mark of the Ninja. Wir haben ja einen neuen Abschnitt in der letzten Folge schon erreicht und ich konnte feststellen, dass das im Grunde der zweite Teil des Spieles ist. Den Übergang dessen habe ich gar nicht bemerkt. Jetzt, wo wir ihn aber angefangen haben, bringen wir es auch zu Ende. Und lassen uns mal überraschen, was uns hier noch alles erwarten mag. Diese Fallen hier zum Beispiel, die sind schon mal neue. Und erwischen lassen sollte man sich von denen nicht. Nehmen wir uns das Artefakt. Wir sind jetzt gerade dabei, den Dosan zu finden. Anscheinend der einzige, dem wir noch irgendwie trauen können. Dem wir noch trauen können. Und schauen wir mal, ob das seine Richtigkeit hat oder ob wir da auch hintergangen werden. Komme ich da rein? Nein. Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Ziele. Es ist schon ein, zwei Tage her. Hol dir die Schlüssel, ohne Gegenstände zu benutzen. Hol dir die Sumi, ohne dabei Schaden zu erleiden. Hol dir die Tätowiernadeln, ohne entdeckt zu werden. Und stolze 31 Punkte müssen wir erreichen. 500 haben wir bisher. Gute Voraussetzung. Ein Blick auf die Karte verrät uns, dass wir sowohl oben als auch unten entlang können. Und das ist noch ein ganzes Eck weit weg ist. Soweit hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da an Strecke hinter uns bringen müssen. The wood is rotting. The stone is crumbling. Does anyone still live out here? Ja, das ist eine gute Frage. Mit den Elefanten, guckt mal da hinten, ein Pegasus. Das ist auf jeden Fall nicht mehr... Ist das noch China? Japan? Nee, oder? Elefanten weiß ich nicht, aber Pegasus glaube ich nicht. Das ist ja eher Griechenland. Ja, diese Bomben hier, ne? Nanu? Darf ich nicht an denen direkt vorbeirennen? Ich dachte, die laufen auf Zeit. Bisher sind wir doch auch schon an so vielen vorbei gerannt und es ist nichts passiert. Oder reagieren die auf Lärm? Nein, das tun sie schon mal nicht. Offenbar darf ich die nicht berühren. Na? Okay, das war mir neu. Ich hätte gedacht, die laufen auf Zeit. Okay, ich habe jetzt gerade gedacht, warum wir so laut sind. Dabei war das wahrscheinlich nur das Holz. Denn wir haben ja die Fähigkeit erlernt, relativ leise uns schnell fortbewegen zu können. Es wäre ziemlich mies, wenn wir das jetzt nicht mehr könnten. Ein Blick auf die Karte verrät uns, dass wir doch noch einmal da unten entlang gehen sollten. Also nochmal umständlich zurück. So. Jetzt werden wir sicherheitshalber... Oh Mann, oh Mann. Oh. Okay, man darf die tatsächlich nicht berühren und die machen auch verdammt Lärm. Und das hier bricht natürlich ein. Offenbar sind wir jetzt ein wenig umsonst entlang gegangen. Ich hätte gedacht, hier unten wäre noch irgendwas. Aber naja, gut, dann finden wir eben eine Tür. Und wen haben wir da? Jetzt sag mir nicht, ich muss wieder zurück und oben entlang, weil der hier runter guckt. Okay, der dreht sich kurz um. Wird uns aber auch nicht weiterbringen, da ist nämlich ein Auto. Und wie wir bisher feststellen konnten, sind da Fallen drin. Das heißt, es wird wieder eine laute Angelegenheit. Also gehen wir noch einmal oben rum zurück. Ja, Umwege sind wir ja mittlerweile gewohnt. Da unten waren wir.
Immerhin. Und er ist ja recht flink unterwegs. Von dem her. So. Die Kamera zieht manchmal ein wenig nach. Das ist sehr irreführend. Okay, da kann ich entlang. Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie Teil des Hintergrunds. Das sah für mich jetzt nicht unbedingt aus, als ob ich da mit interagieren könnte. Aber das ist ja auch nur meine Meinung, falls es jemand interessiert. Okay, was haben wir hier? Kann ich hier irgendwo... Da kann ich eine Glocke offenbar läuten lassen. Und irgendwo rum... Greifen, da greifen kann ich nicht. Dann wollen wir doch mal. Sieh an. We are coming for you. We will find you. Macht es auch nicht gerade besser. Ich hätte gesagt, er guckt dauerhaft in die andere Richtung. So komme ich natürlich noch schlechter durch. Aber wir wissen ja, wir haben ein wenig Equipment dabei. Wobei es die Frage ist, ob wir das uns nicht lieber aufsparen wollen. Probieren wir es einfach. Ja. Boom. So. Oh nein! Ich wollte noch schnell da hoch, dass er mich bloß nicht sieht, und jetzt sind wir auch tot. Ja, super. Aber funktionieren tut es wohl auf jeden Fall. Machen wir das Ganze noch einmal. Lenken wir ihn erst ab. I know where you are. Hey, hey, it's him. Scheiße. Das ist natürlich jetzt nicht so gewollt gewesen. Boah, macht das Lärm, ey. Aber immerhin ist die Sache mit dem nicht entdeckt werden noch nicht vergolten. Warten wir einen Moment, bis die Zeit abgelaufen ist. Also das scheinen hier Scharfschützen zu sein oder so. Auf jeden Fall ist man dabei einen Treffer schon hinüber. Lassen wir hier vielleicht doch mal die Fähigkeit. Ich denke, das wäre jetzt angebracht. Da offenbart sich schon mal einiges. Da hinten haben wir einen, da unten. Und sie stellen fest, dass hier offenbar Sachen kaputt gehen. Ist natürlich recht unfair, dass diese Bomben bei denen nicht reagieren. Im Grunde macht es aber... Oh nein, nein, nein! Macht es ja auch Sinn. Immerhin komme ich hier noch hoch. Kann mich leider nicht per Greifhaken irgendwo hier durchschlängeln. Das wäre natürlich super. Habe ich das berührt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Boah, jetzt haben wir hier einen Sandsturm. Oh, super. Die sind hier ja überall. Ja, genau. Ich habe das doch gar nicht berührt. Oh, habe ich das echt berührt? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Verdammt. Jetzt, Leute. Wehe, du explodierst, ey. Dann ist ja aber die Hölle los. So, jetzt sollte ich hier mal runter. Ja, keine Ahnung. Ist alt, marode. Da passiert sowas. Jetzt kommt hier noch der Sandsturm. Kann nichts sehen. Okay. Da haben wir irgendetwas.
Wahrscheinlich was mit dem Greifer. Wird aber kaputt gehen. Na, komm, setz die Fähigkeit ein. Okay, da unten werden wir, glaube ich, nicht durchkommen. Ungeschadet, geschweige denn ungesehen. There are more traps inside. Remember to use the mark of Farsight, so you'll know what you're getting into. Oh, da kommt einer. Das macht jetzt natürlich Lärm ins Runterfeld, nicht wahr? Ja. Super. Ja, auch noch so einer. Super. Ah, herrlich. Man sieht die Gegner natürlich nicht. Hört sie. Das war auch nicht gerade geil. Da kommt man nicht hoch. Das scheinen jetzt aber wenigstens die recht normalen Gegner zu sein. Und nicht solche wie vorhin. Da fliegt wieder was runter, das kaputt geht. Das ist nicht so toll. Das möchte ich nicht. Kann ich nicht gebrauchen. Ich denke, wir schnappen uns den da. Und schauen mal, was im Gebäude ist. Ob man da nicht eventuell ein Artefakt abgreifen kann. Ich würde gerne hier an die Wand. Der hat mich jetzt aber nicht entdeckt, oder? He must have come here for the old man, and now he'll share his grave. Mhm. Lichter aus. Boah, hüpf hoch. Nein, nicht da hoch. Scheiße. Hier wird nicht geschossen. Erledige ihn. Hä? Boah, wie viel hältst du aus? Ist eigenartig, dass der da unten hier uns offenbar bemerkt, aber der hier halt nicht. Wenigstens sind die Ziele noch im Reinen. Ja, da unten werden wir wahrscheinlich kaum durchgekommen. So, den da unten möchte ich gerne auch beseitigt wissen. Wunderbar. Oh, oh, oh. Okay, das ist nur der Gang. Nichts weiter. Kriegen wir dich von hier unten erledigt? Nein. Aber von hinten. Sehr schön. Gucken wir mal, was hier unten ist. Ob man euch hier irgendwo vor... Oh je, da schon wieder verstecken kann. Was zum Henker. Ah, okay, ich dachte, das wäre hier nur Deko. Dabei sind das Drahtseile oder sowas. A la Indiana Jones. ich würde das gerne auslösen.
Okay. Kann ich? Kann ich. Da hätte man auch früher drauf kommen können. Boah, Alter. Offenbar sind sie nicht defekt, sie fallen einfach nur runter. Oh. My confession. This had better be good. A voice in my ear gives excuses in the tongue I do not speak. It is hot and I am sinking. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt weiß ich nicht, was die Frau mir gesagt hat. Ich hoffe, es war nicht wichtig. Wird es aber wahrscheinlich sein. Es war das erste Mal, dass sie dazwischen geredet hat. Probieren wir das nochmal aus. Okay, vielleicht könnte man das sogar gegen die Gegner verwenden. Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Sehr von Vorteil. Gucken wir noch. Hier ist nichts mehr. Wir machen aber die Lichter aus. So. Punktlandung. Na. Wenn schon, denn schon. Okay, das sieht ungesund aus. Gehen wir lieber nach oben. Da können wir besser springen. Ich möchte ungern da runterfallen. Vielmehr da reinfallen. Verschaffen wir uns doch einen kurzen Überblick. Da haben wir alles. Und mit dem hier auch nochmal gleich hinterher. Okay, viel sehen wir nicht. Dann nehmen wir etwas Anlauf und Sprung. Wunderbar. Noch einmal. Nichts los. Okay. Da geht's nur unten rum. Wir gehen oben rum. Das empfinde ich als sicher. Wäre jetzt gemein, wenn das hier einen aufspießen würde beim Draufspringen. Aber glücklicherweise kam es nicht so weit. Was machen wir mit dir? Schieben wir dich rein. But give it time. He'll give me the tattoos. And if I break him first. Okay, haben diesmal keinen Untertitel gehabt, interessant. Es wäre jetzt schön, wenn ich den hier runterfallen lassen könnte. Wir werden den mal ein wenig in die Mitte ziehen. Möglicherweise kommen wir noch von der anderen Seite. Okay, da unten werde ich kaum eine Chance haben. Schauen wir uns erstmal oben an. Das ist eine Mauer? Korrekt. Okay, da kommen wir nicht weiter. Na runter. Wie weit kriege ich dich denn rausgezogen? Nicht ganz. Okay. Von dort oben aus kann ich dich nicht greifen, oder? Ja. Gut, dann werden wir wohl runter müssen. Tja, klassischer Einsatz für unser Equipment. Da werden wir kaum eine andere Wahl haben. Dann wollen wir mal. We're coming for you. Show yourself. Aber schieß bitte in die andere Richtung. Boah, jetzt drehen sie gleich beide durch. Und guckt euch das an. Die können auch diese Bomben hier anschießen, sodass sie runterfallen. Oh, das wird hier unter Umständen schmerzhaft. Ja, wie? Ja, komm. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ich möchte ihn nicht von hier oben mir schnappen. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat Selbstmord begangen. Mein erster Gedanke, muss ich gestehen, war, dass die Kugel eventuell durch seinen Schädel fliegt und mich trifft. Infolgedessen ich dann runterfalle, etwa auf die Dornen. Aber
Na! Du solltest da runterklettern. Oh, bist du. Oh Gott, nein! Das darf man nicht weiter erzählen, das ist echt. Also, das bleibt unter uns. Also, das ist jetzt echt. The half-dead rat hasn't broken yet. But give it time. Oh yeah. Das ist typisch. Typisch. Someone is here. Einzigartiges Merkmal von Game Inc. Da passiert immer das Unmögliche. So, jetzt treiben wir dich nochmal in den Wahnsinn. Da hat er jetzt tatsächlich auch einen Totenkopf. Und der Balken füllt sich, das heißt, er steht wieder kurz vor Selbstmord. Das ist echt krass. Stimmt ja eigentlich, es stand ja in der Beschreibung der Pfeile drin, dass die getroffenen Leute bis in den Selbstmord treiben. Das ist echt heftig. Also, nichts für kleine Kinder hier. So. Naja, okay, verstehe. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße. Die Frage ist, ob ich da jetzt noch hochkomme. Ich bezweifle es. Ich möchte ungern wieder da in die Dornen reinfallen. Ich meine, da hat er jetzt das so ausgelöst, dass der Boden da einbricht. Springen wir mal hier rüber. Und hüpfen rein. So gut es geht. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, den hier rüber zu ziehen, aber nichtsdestotrotz kommen wir tatsächlich da durch. Der ist ja ziemlich geschmeidig. Und naja, den Kronleuchter, den haben wir halt übersehen. Aber okay, drücken wir ein Auge zu. Dafür haben wir hier krasse Action gehabt. Das macht das allemal wett. Was ist das? Ist das so ein Sumi? Erinnert an die erste Mission, wo wir die anderen Ninjas befreien mussten. Machen auf jeden Fall erstmal das Licht aus. Manu, falsche Ausrüstung. Das Konservatorium, die Quelle der Tätowierten. Oh, Dosan. Ah, okay, das ist Dosan. I got here. The bandits seized me. They tried to make me give them the marks. I refused. Ordesan's not worth much. But I have my honor. You must save me. Find the key to unlock these chains. And find the tools they stole from me. Okay. Findet Dosans Nadel, die Sumi und die Schlüssel. Alles klar. Unter der Betrachtung, dass die Ketten im Nichts hängen, könnte man im Grunde einfach mitnehmen. Aber ich glaube, die Sache mit den Schlüsseln ist spannender. Also werden wir das machen. Und damit werden wir auch in der nächsten Folge beginnen. Ich werde hier mal einen kleinen Cut machen. Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt dafür. Und hoffe, dass wir uns da wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.